Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen, wie es weitergeht, wo es weitergeht oder whatever. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie hier irgendwo hinzukommen. Vielleicht erreichen wir den sogar. Komm schon. Yippie! Na, das hat ja super funktioniert hier. Hallo, wir stürzen. Hallo, oh, 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 oh. Fehler in der Matrix. Leider habe ich da aber nur Wände gesehen. Wobei, nein, hier. Oh. Hier biegt doch gleich was Gruseliges um die Ecke. Seltene Dornenwurz-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Da der Dornenwurz weder sehen noch hören kann, nimmt er anhand von Bodenerschütterungen Feinde in der Umgebung wahr. Diese greift er dann gezielt mit seinen frei beweglichen Ranken an. Da die Ranken sehr flexibel und widerstandsfähig sind, werden sie seit jeher als Material im Fachhandwerk geschätzt. Die von seltenen Exemplaren sind sogar feuerfest. Nicht umsonst heißt es, gibt's wohl einen Brand, nimm Dornenwurzranken zur Hand. Wir sollten auf jeden Fall untersuchen, ob das Pflanzenungeheuer nicht noch weitere außergewöhnliche Merkmale besitzt. Okay, das war's schon. Gibt's doch nicht. Kein Problem. Die lassen sich auch nicht treffen, die Viecher. Ich gehe mal davon aus, Eis ist die Schwäche. Der Feind ist geschwächt. Es ist aus. So, ich glaube, Barrett kann kein Eis. Und tschüss. Los jetzt. Puh. Die waren tricky. Abgeschlossen. So, dann haben wir hier jetzt eine Ausgrabung. Wir haben hier aber auch so einen Turm. Vielleicht kommen wir von da irgendwie darüber. So flupp. Also so flupp, 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 flupp und dann dahin. Versuchen wir. Chocobo. Das sah gerade leichter aus. Also wir müssen den. Können wir da rüber? Da ist doch noch irgendwo einer. Da oben. Gut, Planänderung. Wir versuchen es von hier. Okay, Plan ist scheiße. Ich sehe es direkt. Wobei, warte mal.
Ich weiß, wir waren hier drüben schon, aber vielleicht... Nur vielleicht... Ist das unser Weg? So, weißt du, wenn wir da rüber so, zack. Wobei, ich weiß auch nicht. Wir sind jetzt eigentlich noch weiter weg, ne? Okay, eine Rampe nach da wäre jetzt schön gewesen. Aber die könnte es sein. Ist doch die hier, ne? Die ganz hohe. Guck, da ist der Turm jetzt geradeaus. Sieht gut aus, ich glaube, wir haben es. Vielleicht landen wir sogar genau auf dem Turm. Traumhaft. Hey, nein. Ich muss noch ganz kurz was erledigen. So, so. Traumhaft, dass wir das erreicht haben. Ich glaube, da war auch eine S-Bar bei. Sage ich ja, ich habe da was Rotes gesehen. Wichtig ist ja schon mal, dass wir jetzt nicht immer hierhin fliegen müssen, sondern wir können hier Schnellreise hinmachen. Das ist extrem wichtig in unserer Situation. Au, au, au. Cloud hat's aber eilig. So, natürlich wollen wir erst einmal die S-Bar. Es gibt einige Legenden im Tal. Sie besagen, dass sich der verletzte Gott der Zerstörung in grauer Vorzeit nach einem heftigen Kampf hierher zurückzog. Seine kaminrote Färbung erklärt sich dadurch, dass er für undenkbar lange Zeit unter dem Schutz dieser Gegend stand. Der Gott der Zerstörung. Kratos? Kreisdreieck XX, Kreisdreieck XX. Okay, das ist machbar. Kreisdreieck XX, Kreisdreieck XX. Ja, Vögelchen, ich komme näher. Ich hoffe, du spielst bald in meinem Team. Das wiederum, finde ich, haben sie gut gemacht mit dieser S-Bar, dass man hier die alle bekommt, so. Bei Teil 7 musste man sie ja noch finden, glaube ich. Also suchen, richtig, so diese Materie finden. Die Kugel halt. Die Beschwörer-Materie halt, die musste man da, glaube ich, noch finden. Vielleicht täusche ich mich auch. Und erzähle gerade vollkommenen Blödsinn, aber ich glaube, es war so.
Falls nicht, entschuldigt. Ich will hier nicht irgendwas schlecht drehen, was ganz gut war. Oh, Chocobo, bitte, komm mal kurz her. Hallo, mein Freund. Da ist es. Machen wir erstmal kurz das. So, neuer Bericht oder was? Neuer Regionsbericht wurde hinzugefügt. Den wollen wir natürlich sofort verlesen. Das mache ich ja mal besonders gut. Ich bin ja ein Ass im Lesen, Kappa. So, vor langer Zeit stießen die Zetra auf die Existenz eines Stammes, der nicht in der Lage war, durch den Lebensstrom zum Planeten zurückzukehren und deswegen ständig umherwanderte. Die Zetra errichteten daraufhin einen unterirdischen Altar, um den Sorgen der G zu lauschen, ihre tobenden Seelen zu beruhigen und einen Weg der Koexistenz zu finden. Die Zeit verging und die Zetra, die dem Untergang geweiht waren, versuchten ihr Wissen an die Menschen in Cosmo Canyon weiterzugeben. Dieses Wissen wurde zur Planetenkunde, welches sich durch Forschung und Debatten in der ganzen Welt verbreitete. Als die Zetra Cosmo Canyon verließen, gab es niemanden mehr, der den Groll der G besänftigen konnte, wodurch sie rasend wurden und schließlich das Dorf angriffen. Dank der Taten und Opfer tapferer Krieger gelang es jedoch, die G zu bannen. Die Zetra sind hier wirklich extrem wichtig gewesen. Das wissen wir nicht erst seit hier, ne? Das wissen wir ja schon seit dem anderen Teil. Und Eris ist ja so eine. So, sind die Ring des Drachen. Wo führt der nächste Weg hin? Darunter. Da rein. Da. Jetzt einmal um Pudding gelaufen, oder? Schutzbit. Und dahinter, oder was? Schon wieder oben. So ein Käse, wie komme ich da hoch? Da. Noch ein hoch. Okay. Rüstungsmodifikation. Vielleicht sollten wir mal reingucken. In unserem Synthesebereich. Vielleicht können wir wirklich
Talisman, Schutzstiefel. Wachmacher. Okay. Ach komm. Du springst vom Berge, Alter, und so ein Dings stört dich. Falsche Richtung. Sorry dafür. Oh. Oh. Statue aus alter Zeit. Vorsicht geboten. Seltene Golem-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Genau genommen ist der Golem eigentlich kein Lebewesen. Er ist eine willenlose Tonfigur, die durch den Lebensstrom bewegt wird. Es wird angenommen, dass die Golems vor langer Zeit vom alten Volk erschaffen wurden. Aus welchen Gründen man sie ausgerechnet an diesem Ort zurückgelassen hat, kann bis heute aber niemand genau sagen. Nach dem Verlust ihrer Schöpfer hat sich über die Jahre sehr viel Störstrahlung aus dem Lebensstrom in ihren Körpern angesammelt, wodurch sie ein erratisches Verhalten an den Tag legen. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Siedlungen. Diese Gefahr muss unbedingt ausgemerzt werden. Gut, machen wir. Ich könnte mir Feuer vorstellen. Okay. Scheinbar ist es kein Feuer. Wir machen mal Analyse. Wirksam ist Wind. Gegen Feuer ist er sogar resistent. Oh, toll. Absorbiert Schlaf und sowas. Immun. Dann muss... Haben wir hier eigentlich auch sowas? Windige Verkettung. Aua. Problem ist ja natürlich... Wie machen wir den Schock anfällig? Ach jetzt. Jawohl. Ich bin bewegt. Na gut. So, wir holen mal unsere Espa. Viel Spaß. Viel Spaß. Zeig ihm mal, was eine Hake ist, mein Freund. Jetzt wird abgerechnet.
Entschuldige, liebe Espa. So viel austoben konnte er sich leider nicht mehr. Was für eine Leistung, Cloud. Wie war es, gegen die Ungeheuer der Kosmoregion zu kämpfen? War ein Klacks, nicht wahr? Da genügt ein Blick auf die Kampfdaten. Nach deiner Meinung hat doch niemand gefragt. Außerdem befinde ich mich gerade in einer tiefgründigen Konversation mit Cloud. Dazwischen klappern ist unhöflich. Cloud. Wieder lautlos. Dieses Mal habe ich wieder eine Kampfsimulation erstellt, der du dich gerne stellen darfst. So. Dann bräuchten wir jetzt einen nächsten Turm, ne? Den ich nicht da finde, wollte ich gerade sagen. Dafür müssen wir, glaube ich, an der Hauptmission vorbei. Der Heimweg. Können wir ja mal machen. Wir können ja mal eine Schnellreise kurz hier hin machen, damit wir uns vielleicht einmal ganz kurz heilen können. Entschuldigung. Kisten müssten wir eigentlich noch genug haben, wenn nicht, stellen wir uns einfach welche her. So, hier hin. Ich denke nämlich, dass wir hier durchgehen können. Und dann dahin kommen erst. Deshalb würde ich jetzt, ja, was würde ich denn? Hier eine Schnellreise vielleicht hinmachen. Auf dem Chocobo, dann können wir darüber fliegen. Ich hoffe natürlich, dass wir unten lang kommen. Das sieht hier eigentlich ganz gut aus. Haben wir nochmal ein Turbo rein? Mann, gut, haben wir nochmal geguckt. So, da können wir tatsächlich durchlaufen. Vielleicht kommen wir auch direkt zu dem Ding. Dann machen wir vielleicht doch erst den. Ich sehe ihn zwar hier noch nicht, den Turm. Da ist er. Oh nö. Wirkungslos. Ein bisschen gelevelt. Oh, das war ja auch zu leicht gewesen. Jetzt müssen wir Tatsache da hoch und mit dem Chocobo darüber fliegen. So ein Kack. Mr. Chocobo. Na, falsch abgebogen, Mr. Roadrunner. So, danke. Und noch ein Aleopala. Dann machen wir doch erst den Turm, wenn wir den so geil erreichen können.
3 Stück. Aber ist keine S dabei, oder? Doch, da. Fangen wir mit dem an, wa? Warte, scheiße. Geht's vielleicht von da auch weiter? Weil mein Chocobo kam ja auch von der anderen Seite. Nee. Vielleicht denke ich aber auch schon wieder viel zu kompliziert. Wo ist das jetzt? Da. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht den Hügel hier benutzen können. Okay, war zu kompliziert gedacht. Okay, da muss man hier nochmal gucken, wie wir das machen. Ich sehe diese Dreiecke immer so, diese Fragezeichen immer so schlecht. Oh, hinter dir, du Idiot. Ich wollte eigentlich gar nicht absteigen. Das ist doch irgendwie, ne? Verhext jetzt hier. Barrett, du nervst. Wir müssen irgendwie da hoch. Und ich habe keine Ahnung wie. Hier sind lauter Fliegendinger und hier sind auch noch was und da. Oh, ich weiß es nicht. Warte mal, wir müssen da vielleicht hin.
Aber ich sehe hier weit und breit keine Möglichkeit hochzukommen. Okay, hier sind irgendwelche Ritter. Okay, hier ist doch noch was. Gut, dann markieren wir uns mal den. Hier ist nix. Da ist eine Höhle. Da ist bestimmt die S-Bahn, ne? Den kriegen wir. So, da ist ja schon der Vogel. Und unten ist die Esper, glaube ich. So, dann haben wir den auch noch erfüllt, obwohl ich die Folge schon längst beenden wollte. Clown, ich habe den Aufenthaltsort eines fürchterlichen Wesens ermittelt. Ein bösartiger Drache, der im Kosmos schlummerte, hat seine Flügel gespreizt. Wenn wir sie ihm nicht stutzen, stammt das Rot der Böden bald vom Blut seiner Opfer. Okay. Gut, dann werden wir ihn seine Flügel natürlich stutzen, aber erst einmal wollen wir uns auch die Esper holen, die da unten schlummert. Da. Aber das würde ich in der nächsten Folge tatsächlich versuchen. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf und wenn du Bock hast, dann sehen wir uns morgen. Ciao.